Bijouterie Wagner in Rinach. Begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Osterfest-Gottesdienst, der unübersehbar in besonderer Weise mitgeprägt wird durch den Kirchenchor und das Orchester. Sein Name passt übrigens bestens zu einem Fest-Gottesdienst. Es ist ja das Festgehalten. Schönen Ostergottesdienst haben wir gesehen hier in Asch mit dem Cecilienchor. Bei mir ist der Franz. Franz, das war aber nur ein Warmlaufen. Was kommt auf uns zu? Ja, das war effektiv nur ein Warmlaufen. Am 22. Mai werden wir dann die ganze Messe, Paukenmesse zum Josef Haydn aufführen. Dazu kommt auch noch eine Komposition, die uns unser Dirigent geschrieben hat. Das ist der Psalm 57, wo der Bernhard Schieble getextet hat und er hat es vertont. So, damit gibt es eine Uraufführung. Jetzt ist es aber nicht einfach nur ein Konzert. Was ist denn der Grund, warum dass der Nachtroster nochmal so eine fulminante Messe macht? Eben, das ist so, der Kirchenchor feiert in diesem Jahr das 125. Jubiläum. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir wieder mal etwas auf die Beine stellen. Bernhard Schieble, für einmal mehr nicht nur als Pfarrer vorne, sondern im Chor, persönliche Affinität zur Musik. Ja, das ist mir eigentlich in die Wiege gelegt worden. Meine Mutter war Solistin schon in der Schweiz im Kirchenchor. Mein Vater hat im Orchester mitgespielt und auch im Kirchenchor mitgesungen. Und ich war als Bub schon immer auf der Emporen oben und habe mitgesungen. Und das ist einfach, ich bin reingewachsen. Wie ist jetzt das für dich, wenn du so aus einer Predigt rauskommst und dann kannst singen? Ist das für dich auch gerade eine Auflösung von dem, was du erzählst? Ja, es wird zu einer Einheit. Und das ist, ich finde es wunderschön, weil wenn es nicht umsonst machen die Topper häufig so eine unglaubliche Wirkung auf die Leute, weil eben das Wort und die Musik zusammenkommt. Und das ist eigentlich da auch in der Kirchenmusik, wenn man eben das Wort nicht nur spricht, sondern mit Musik untermalt oder eben ausdrückt, dann kommt das ganz eine andere Bedeutung über. Und das finde ich wunderschön. Du hast gerade gesagt, wenn man das Wort nicht nur spricht, also der Gesang ist wirklich nicht nur bei dir in der Wiege. Du hast etwas ganz Spezielles jetzt noch vorbereitet auf das 125-jährige Jubiläum. Habe ich das? Ich weiß gar nicht. Was meinst du damit? Meinst du den Psalm 157? Ja, es ist ja so, der Dirigent hat unserem Chor etwas schenken, ein Werk, und hat mich dann gefragt, ob ich den Text machen würde. Der hat den Psalm 57 ausgewählt, weil der hat den Titel für den Chormeister. Ich habe gefunden, wenn der Chormeister schon etwas macht, ist ja das schön. Und es ist ein Psalm, der sehr viel auch vom Fröhlichen ist, vom Danken sagen, vom Loben. Und ich habe dann einfach die Texte vom Psalm noch ein bisschen weitergeführt und er hat das dann vertont. Jetzt hat man heute auch schön am Gottesdienst gesehen, es ist bei dir wirklich fast wichtiger, dass gesungen wird, dass die Emotion kommt. Es ist gar nicht so viel predigt worden von deiner Seite, ist das Usus? Das ist nicht Usus, aber ich habe gefunden, wenn man schon den Chor da hat, der eigentlich das Credo singen tut, dann tue ich jetzt einfach die zwei Teile, das Credo und die Resurrexit, in die Predigt integrieren und das Ganze hat dann etwa die Länge von einer normalen Predigt. Alles an das Konzert, ist das auch etwas, wo man hören kann, wenn man vielleicht nicht so kirchengängig Musik ist? Selbstverständlich, da sind alle Leute eingeladen, die irgendwie von klassischer Musik gerne haben. Für die ganz Jungen, die in Rock und Pop, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Das sieht man auch am Nachwuchs.
wo uns eigentlich in einem Kirchenchor tendenziell fehlen tut. Habe ich gerade nachhaken. Man sieht, ihr habt einen absoluten Top-Dirigent, der wirklich mit guter Diktion auch arbeitet mit euch. Wie ist es denn jetzt heute mit dem Nachwuchs generell? Ist das wirklich nur noch etwas, wo man sagt, Kirchenmusik ist doch etwas für ein älteres Segment? Gibt es doch nicht auch die jungen, wundervollen Stimmen, die man begeistern kann? Also wir haben ja das Glück, dass wir in Form von den Leuten von Choriosa, das ist ein junger Chor, und die haben uns jetzt hier für das Konzert, in dem uns die tatkräftig unterstützen.